Wir sind heute hier zusammengekommen. Meine lieben Freunde, wir sind gerade hier am Hamburger Hauptbahnhof. Seit 33 Tagen. Gestern in Berlin, heute in Hamburg. Art und Weise ausgerottet. Und heute auf einer Free-Palästina-Demo in Hamburg. 11.000 ermordete Brüder. Grüße gehen raus. Ich würde sagen, folgt mir auf die Reise. Lass mal ein bisschen schauen, was hier so abgeht. In Hamburg. Ich frage mich, wie könnt ihr nachts noch ruhig schlafen? Kein Mensch, der diesen Zustand toleriert oder gar befürwortet, ist authentisch für Frieden. Jeder, der schreit, ist ein Mittäter dieser Katastrophe. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Während wir hier hilflos ertragen müssen, auch hier bei Polizei ohne Ende, in einem Kessel der Grausamkeit gefangen ist und umgebracht wird, werden wir hier in Deutschland aufgrund dieser einseitigen Berichterstattung Polizei überall abgesperrt, angegriffen und pauschal als Terroristen abgestempelt werden. Waren denn alle Deutschen, die zum Zweiten Weltkrieg gelebt haben, pauschal Nazis? Müsste nicht jeder Deutsche nachempfinden können, Das ist ziemlich laut, wie es uns mit dieser Pauschalisierung geht? Dieser Zustand und diese Machtlosigkeit ist in Worten gar nicht zu beschreiben. Wir sind hilflos und wir brauchen Unterstützung der ganzen Welt, dass diese Grausamkeit ein Ende nimmt. Die barbarische Auslöschung an unserem... Ich wurde hier gut begrüßt gerade, herzlich begrüßt sogar. Oh, muss jetzt eine syrische Flagge. Sofort. Die sagen, mach die ganze Flagge weg. Also wir sind jetzt mittendrin. Die Polizei ist natürlich bereit an der Ecke. Ich weiß jetzt nicht, ob es wie in Berlin Auseinandersetzungen geben wird, aber das sehen wir ja gleich. Ja, ich wurde sehr herzlich empfangen gerade hier. Die Leute haben mich irgendwie erkannt und haben mir die Hand gegeben. Gut. Ich bin halt auf YouTube unterwegs eine Weile. Irgendwann sehen mich die Leute ja. Also, free Palestine! Free Gaza! Leute, wir haben, wie viel ist es? 10 vor, wir haben nur noch 10 Minuten, also nutzen wir diese 10 Minuten aus. Bis 18 Uhr. Free Palestine! Alter, hier geht die Post ab auf jeden Fall. Action hier auf jeden Fall. Free Gaza! Free Palestine! Free Gaza! Free Palestine! Free Gaza! Was geht eigentlich bei dem ab? Hier geht die Post ab. Alles klar. Vielen Dank, hiermit beenden wir die Versammlung. Dankeschön. Ich bin etwas zu spät gekommen, aber gut. Wenigstens habe ich das nochmal mitbekommen. Free Palestina Demo hier in Hamburg.
Mal sehen, ob die Leute friedlich nach Hause gehen. Oh, hier gibt es Stress schon wieder. Da gab es gerade Stress. Versammeln wir uns hier. Ich möchte nur ganz kurz eine Sache sagen. Versammeln wir uns mal wieder ganz kurz eine Sache sagen. Komm bitte ganz kurz zusammen. Alter, was geht hier ab? Hört mal bitte ganz kurz. Da gab es gerade ein bisschen Stress zwischen Palästinensern und Syrien. Hört doch bitte ganz kurz zu. Also, die Boxen sind sehr laut. Wir sind eine Oma auf jeden Fall. Aber jede andere Flagge ist hier verboten. Das liegt nicht daran, dass wir jede andere Flagge nicht gern sehen, sondern wir haben 25 Teilnehmer eine palästinensische Flagge. Und wenn jetzt jede andere Nation kommt und ihre Flagge hochheben will, es gibt gerade Stress zwischen Syrier und Palästinensern. Schaut euch das an. Für Palästina. Und guck mal, wie die näher kommen. Guck mal, wo die jetzt stehen. Schaut mal, wo die jetzt stehen. Guck mal, was ihr gemacht habt. Also, wir müssen. Nicht, dass eine Schlägerei hier ausbricht. Wir haben nicht so viel Macht, darüber zu entscheiden. Also, bleiben wir bitte friedlich. Bleiben wir bitte friedlich. Bitte wieder alle nach hinten. Alle wieder nach hinten. Es wurde eine syrische Flagge nach oben genommen. Und dann haben die Palästinenser gesagt, nein. Okay. Free Palestine! Gehen wir mal auf die andere Seite. Dankeschön an jeden, der hier war. Die Versammlung wurde schon ein paar Minuten von Armin durch Lautsprecher beendet. Deshalb beharrt die Polizei auch, dass wir jetzt diese Versammlung beenden. Ich möchte mich noch einmal bedanken an jeden, der hier war. Dankeschön, dass wir hier für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit waren. Und damit bitte ich euch alle, geht friedlich nach Hause. Es werden keine Parolen gerufen. Und bitte, bitte bleibt friedlich. Dankeschön, Hamburg. Transparente, alle Transparente, die verteilt wurden. Alle Flaggen, bitte zurück zu dem Wagen, zu dem Transporter. Dankeschön. So, jetzt ist hier offiziell vorbei, die Veranstaltung. Genau. Und in kleinen Gruppen auch keine neuen Spontanversammlungen anfangen wegen der gültigen Allgemeinverfügung. Dankeschön, Hamburg. Dankeschön. Nochmal eine riesengroße Flagge. Shabab, el waqf shukran ilkom intahat. وبنتمنى كل واحد يروح على بيته لان متى ما نحن هلا رحنا فنحن نبطل مسؤولين عن شيء موجود يعطيكم العافيه وشكرا كثير لكم So, die Versammlung ist jetzt vorbei, die Leute müssen gehen, die Polizei macht sich schon bereit wieder. Sehr friedlich verlaufen, sehr, sehr gut verlaufen. In Hamburg ist auf jeden Fall friedlicher. Dann gibt es noch Meinungsverschiedenheiten zwischen Syrien und Palästinensern. Was ist da los, Bruder? Ich weiß nicht, Wallah, Bruder. Wegen der syrischen Flagge? Ja, wegen der syrischen. Aber warum? Ich weiß nicht, die machen... Die dürfen nicht zeigen oder die dürfen zeigen? Bruder, jeder, wir sind alle Menschen, wir sind alle gleich. Richtig, ja. Wir sind alle gleich. Die Flagge ändert sich nicht, wenn du jetzt eine Flagge hast, ob syrisch, ob deutsche, ob kurdisch, scheißegal, wir sind alle Menschen, aber die Leute verstehen nicht. Und die Leute, wir wollen hier nur Frieden und die Leute wollen hier Sachen kaputt machen. Die wollen uns provozieren, uns Palästinenser provozieren. Ich verstehe. Ja. Danke dir. Darf ich auch was sagen? Natürlich. Wir sind alle für Frieden und Free Palästina und wir wollen nicht, dass die Kinder sterben. Ja, also keine Kinder auf der Welt sollten sterben, daran haben sie vollkommen recht. Dankeschön. So, die Versammlung ist vorbei.
Polizeieinheiten hier. An den Seiten auch. Wahrscheinlich haben sie auch weniger zu tun wie in Berlin, weil in Berlin ist wirklich crazy. Obwohl die letzten Demonstrationen in Berlin auch sehr gut verlaufen sind. Jetzt gehen auch langsam alle nach Hause. Das war's. Immerhin habe ich was mitbekommen, zum Glück. Ich bin zu spät gekommen, aber besser als nichts. Leute gehen nach Hause. Zum Glück ist nichts mehr passiert. Der Kollege hat gerade gesagt, dass sehr, sehr viele mit ihren syrischen Flaggen projizieren. Dass sie oder allgemein irgendwelche Leute kommen und ihre Flaggen zeigen. Obwohl das eine pro-palästinensische Veranstaltung ist. Ja gut, das war's dann auch. Wir gehen kurz zum Hauptbahnhof und dann hat sich die Sache erledigt. Ah ja, okay, ein paar wurden schon mitgenommen. Nicht, ist ein öffentlicher Raum. Ja, aber das sind die nicht. Ah ja, okay, echt, ja? In Berlin darf man das. Bei uns in Berlin. Danke, danke für die Warnung. Vielleicht hätte mich jetzt mitgenommen. Ja, mitnehmen nicht, aber das Mündel nicht. Ah ja, okay. Also die sind jetzt im Dienst und dann filmst du die. Die können jetzt nicht einfach rausgehen und sagen, filmt mich nicht oder so. Öffentlicher Raum. Ja. Ihr müsst eure Gesetze endlich lernen. Ja. Ich weiß ja genau, was ich tue. Nein, nicht mit den Gesetzen. Ja, sicher. Wenn ich da stehen würde in Uniform, möchte ich auch nicht fotografiert werden. Das ist eine Freiheit hier. Das ist ja. Ein bisschen Freiheit. Aber auch, es hat auch was mit Respekt zu tun. Das ist ja ein öffentlicher Raum. Ich weiß ja nicht, wo Sie herkommen. Aber ich habe gerade die Kunden gesucht. Ah ja, okay, alles klar. Das ist so, als würden sie mir sagen, ich darf da nicht in die Meute filmen. Ich darf keine Demo filmen. Im Rahmen der Kundgebung, wenn du jetzt einmal schwenkst, so, ne, alles mitnimmst, kannst du natürlich ein bisschen, ja, das spricht da nichts dagegen, aber jetzt absichtlich vorbeigehen und die Polizei aufnehmen, das ist nicht schön. Wo steht das geschrieben? Nein, es steht nichts geschrieben. Ja, das ist Ihre Meinung halt. Ne? Alles gut, schönen Abend. Also ihr hört, ich kenne meine Gesetze besser als er. Okay. Er konnte mir nicht sagen, wo es geschrieben ist. Das war's mit dem Video, Freunde. Wir beenden das Geschehen. Es ist halt immer noch so, dass man in Deutschland, man sieht halt, man merkt halt, in Deutschland ist dieser gewisse Stock im Arsch und der ist nicht einfach, das wird nicht einfach so gesagt, das ist einfach so. Diese Art und Weise, dieser Stil, weißt du? Allmann-Alarm. Kommt irgendein Typ von der Seite und sagt, die Polizei möchte nicht gefilmt werden. Woher weißt du denn das? So, was ich meine, dieses eklige, weißt du, dieses lass doch mein Leben machen. Wenn die mich festnehmen, dann nehmen sie mich fest. Polizisten sind unsere Diener. Die dienen dem Staat, dem Menschen. Wir dürfen sie filmen. Wenn einem Polizist das nicht gefällt, kommt er zu mir nach vorne und sagt mir das einfach. Ja? Aber du bist auf dem nochmal ganz kurz an die Leute, die es immer noch nicht verstehen, wie die Regeln in Deutschland funktionieren. Wenn ich jetzt zu einem Einzelnen gehe und ihn in sein Gesicht filme, dann ist das scheiße. Aber wenn ich jetzt in eine Allgemeinheit filme, hier, Hamburg Hauptbahnhof, so, ich filme jetzt hier rum. Das ist die Öffentlichkeit. Ich darf hier filmen. Wo leben wir? Wir leben in Freiheit. Ich darf hier filmen. Das verstehen sehr viele nicht. Ja? Lernt eure Gesetze, auch die Allmanns, die Bio-Allmanns unter euch. Ja? Ich darf jetzt keine Einzelperson filmen. Ich kann sie höchstens fragen, wollen sie bei mir in der Doku mit dabei sein? Ja. Es ist schon traurig, dass ich das erzählen muss, dass dieser Stock, dieses, wie nennt man das? Ich habe dieses Wort dazu vergessen. Nicht nur Stock im Arsch, sondern es geht auch irgendwie konkreter. Ja, also ohne Ausdrücke, ohne Kraftausdrücke dafür zu benutzen. Ja? Spießer, so dieses spießige, eklige, dieses, oh nein, es ist alles so schlimm. Entspannt euch, ich kenne die Gesetze. Ich würde mit YouTube sonst nicht anfangen, wenn ich nicht wüsste, was ich da mache.
Was meint ihr, was für Anzeigen bei mir reinkommen und die alle abgelehnt werden? Die Polizei bestellt mich hin und fragt, was haben Sie gemacht? YouTube. Ah. Die Polizisten machen immer so, ah, gehen Sie nach Hause. Ganz einfach. Was wollt ihr mir erzählen? Das stresst mich so hart, Alter. Okay, wir regen uns wieder ab. Überall sind Kameras in den U-Bahnhöfen oder in den Bahnhöfen. Und dann heißt es, film mich nicht. Das ist ein öffentlicher Ort. Lernt eure Gesetze besser. Öffentlicher Ort, Allmanns. Ja? Danke. Auf jeden Fall war es das auch schon mit dieser Dokumentation. Wir sind hier in Hamburg, haben kurz mal die Palästina-Demo zum Schluss nochmal mitnehmen können. Mein Name ist J6. Six all in the mix. Sehr, sehr friedlich hier. Wirklich, hier ist gar nichts passiert. Keine Schlägereien, gar nichts. So, bis zum nächsten Mal. Grüße aus Hamburg. Hauptbahnhof. Immer diese Pisser von der Seite anquatschen, Digga. Mach doch dein scheiß Leben. Broke ass.